Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Resident Evil 4 hier bei GamingTube. Wir haben beim letzten Mal den komischen, die rechte Hand, ich glaube Verdugo hieß das Vieh, haben wir gekillt und sind jetzt hier bei unserem guten alten Freund, dem Exhibitionistenhändler. Ich rede mal mit dir. Hast du was Neues im Angebot? Ich weiß nicht, habe ich beim letzten Mal geguckt? Man weiß es nicht, man munkelt. Ich habe nichts. Ich denke mal, der hat auch nichts Schönes im Angebot, was ich unbedingt haben wollte. Nö, dann ziehen wir weiter. Hier, waren wir hier drin? Boah, das ist schon viel zu lange her, seit ich das gespielt habe. Okay, wir nehmen Scharfschütze. Damit kann ich besser zielen. Ja, C, wunderbar. Hey, was geht? Das kriegen wir gebacken. Ah, fuck. Zack. Zack. Lass uns ein bisschen bewegen. Aber das geht, das geht, das geht immer noch. Fuck. Wir nehmen nur die Kills mit. Headshots müssen nicht unbedingt sein. Ah, du bist gemein. So, erstmal. Nee, das krieg ich nicht mehr hin. Das wird nichts mehr. Egal. Hier wäre eine Granate nicht schlecht gewesen. Nur ein Preis. Ja gut, ich habe auch richtig verkackt, ne? Das können wir so hinnehmen. Einmal. Zweimal. Drei. 4, 5, 1. Boah, das wird nicht so easy. Ja, nee, doch, das geht. Ne, wieder verkackt. Fucking Ladezeiten aber auch. Haben wir eine Granate? Ja, wir haben sogar eine Granate. Zack. Boah, ich treffe aber gerade auf gar nichts, ne? Ah, fuck it. Heute wird nichts mehr. Was ist denn heute los? Das ist... Ah, drei Preise haben wir zumindest schon mal. Wir machen das gleich nochmal. Treffer aber auch. Überhaupt nichts mehr. So. Jetzt gibt's doch nicht. So, dann den Salazar da hinten. 1, 2. Hier musste man das hier killen. Das hat aber hoffentlich alle Preise. Geht doch. Wir haben 6 Kronkorken, damit noch eine Reihe. 35.000 Besäten. Sehr schön. Und gucken wir gleich mal nach, was wir gekriegt haben. Boah, ich muss mich auf jeden Fall besser anstellen, ansonsten wird das heute ein schlechter Part. So, wir haben... nice. Haben wir die... Ja, nee, doch, die sind wir durchgegangen. Wir haben erstmal natürlich den Händler. Welcome. Guten Tag. Dann haben wir unsere ersten Zeloten. Wir werfen uns hier mit ihren Äxten. Dann die Freunde mit dem Schild. Muere, muere, muere. Nervige Typen mit ihrer Armbrust. Ja, der Anführer. Ah, ist da.
Und Schleimi hier, Don Pedro. Lecker, lecker. Wunderbar. Geschafft ist geschafft. Wir sind immer noch am Leben und wir haben eine weitere von diesen Aufgaben geschafft. Dementsprechend gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir müssen jetzt nämlich versuchen, aus dieser Höhle hier zu entkommen und... Ah. Hallo. So, du hast es eilig. Haha. Nö. Arsch. Der will mich mit der Fackel verprügeln. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ah, toll. So. Jetzt ist eh schon egal, ne? Machen wir mit der Handgun. Muss mal wieder meine Schotti auspacken. War hier irgendwie was? Toll. Mehr Munition. Davon kann man nie genug haben. War sonst nichts, ne? Nicht, dass die mich hier von irgendwas großartig Interessantem abgelenkt hätten. Nö, scheint nicht so zu sein. Ich weiß auch schon, was auf mich zukommt hier. Ich erinnere mich an die Stelle. Da oben ist ein Wagen, damit ihr den auch schön seht. Ja. Achtung, bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter aktiviert. Das wollen wir natürlich verhindern. Und das Erste, was wir tun wollen, ist, ihr seht schon, da drüben stehen ein paar Leute. Die stehen hier überall. Headshot. Die da drüben kann man eigentlich gut von hier aus wegsnipern. Jetzt bewirft er mich mit Zeug. Von wo? Na, du, der da unten. Nee, oben auch. Das ist ja mal gar nichts. Ich hätte direkt von hier aus wegsnipern sollen. Krieg ich dich jetzt noch von hier? Ohne dass du mich kriegst in erster Linie. Headshot. Vor dir habe ich keine Angst. Boom. Du liegst da so schön. Da unten war... Ah, der hat mir Munition geschenkt. Der ist jetzt weg. Ich muss da runter in dem Fall. Ich will die Muni. Die haben mich jetzt bemerkt. Die sollen nur zu mir kommen. Das gefällt mir. Ich bin hier oben nämlich ziemlich sicher. Und kann mich hier gemütlich um alle Gegner kümmern. Einmal. Zweimal. Hallo. Tschüss. Ich denke mal, das reicht. Gucken wir mal, was hier so auf mich zukommt. Ha, den hat es auf jeden Fall zerrissen, aber... Die wollen mich jetzt schon wieder mit Äxten bewerfen von da unten. Komm nur hoch, komm hoch, trau dich. Traut euch, kommt zu mir. Du hast eine Dynamitstange in der Hand. Krieg ich die? So wie du die da schön in der Hand hältst? Ja, der macht die nicht an, ne? Jetzt ist er tot. Headshot. Tot. Da drüben, die sind... Die haben es hinter sich. Wenn ich hier noch ein bisschen umsehen, da ist nur einer. Aber einer ist ja kein Problem. Hey, Digga. Ach, ich mach immer die gleichen Fehler. Mehr wollte ich doch gar nicht. Da oben steht einer. Der scheint mich nicht bemerkt zu haben. Hier war Kohle. Da kommen noch mehr. Kommen noch mehr. Sieht nicht danach aus.
Sniper, ein bisschen Kohle. Ich weiß, dass man hier noch ein Event auslöst. Also das wollte ich als nächstes triggern. Aber ich denke mal, wir haben jetzt hier erstmal so die erste Vorhut von Leuten haben wir abgemurkst. Betätigen den Hebel. Okay. Ah. Das war ja wieder typisch. Man hört auch schon, die sind da oben. Oder? Von wo? Da ist einer. Das war der erste nervige Typ. Der wollte mich hier mit einer Dynamitstange wollte der mich überraschen. Dann habe ich ihn einfach mal abgemoxt. Das ist aber nicht nett, ne? So, wir betätigen den Hebel hier, damit können wir den Strom wieder anmachen. Das müssen die nicht so lustig finden, eigentlich. Ich erinnere mich, dass hier noch was kommt. Da ist er doch. Auf dich habe ich gewartet, Kollege. Einmal. Ein freundlicher Herr mit einer Kettensäge. Da steht er auch. Hey, Kollege, wie geht's dir? Nö. Da ist noch einer. Hinter mir? Da sind sie doch schon. Umdrehen, umdrehen, weglaufen, wegrennen. Das habe ich nämlich schon befürchtet. Hey, Jungs. Ich habe den Typen ins Bein geschossen. Fang. Okay, das hat zumindest schon mal eine Handvoll Leute erledigt. Ich denke mal... Hier... Er hat es jetzt auch hinter sich. Ihr seht also schon so eine aufgepowerte Sniper. Die haut ziemlich heftig rein. Also da könnt ihr echt schon gut aufräumen. Ja, wir betätigen den Wagen nochmal. Und holen uns den Dynamitwagen. Ich glaube, mehr Gegner kamen dann nicht mehr. Das bringen wir dann auch gleich mal an hier. Der Felsen hat so eine schöne Ausbuchtung, wo man das so schön reinpacken kann. Ah. Ich will hier nicht explodiert werden. Stattdessen haben wir den Felsen weggesprengt. Und können uns jetzt hier noch ein bisschen was einsammeln. Hier, ich glaube, hier aus Erfahrung ist immer eine Magnum-Munition drin. Ne? Was sehr schön ist, damit haben wir jetzt nämlich mittlerweile schon 10 Schuss für die Magnum. Plus die 10, die geladen sind. Sau cool. Ich mache mal meine Knarren voll. Sicher ist sicher. Ich glaube auch wir... Ich glaube die hier zum Beispiel, die ist auf maximaler Kapazität. Da macht es keinen Sinn mehr, die nicht aufzuladen. Bei der Shotty kann ich ein bisschen sparen. Und bei der normalen Handgun, denn die können wir noch durch Aufladen verbessern. Und wow, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt schon kommt. Aber okay, wir gehen hier erstmal Shot die Munition sammeln, denn die brauchen wir auf jeden Fall. Hier haben wir so eine schöne Plattform. Hier hätten wir, glaube ich, ein SF-Spray, ne? Nee, eine Blendgranate. Ich überlege gerade... Konnte man hoch, dann ist da die Maschinerie. Mit diesem Hebel hier könnt ihr, wenn ich mich recht erinnere, hier in der Mitte die Plattform aufmachen mit der ganzen heißen Lava. Für die Leute, die wissen, was hier kommt, ich werde nur einen der beiden killen. Ich werde den anderen in die Lava werfen. Hallo! Dann haben wir hier zwei El Gigantes, die uns ans Leder holen.
Was Sie hier tun müssen, ist hier an die Plattform. Jetzt warten wir hier, bis er uns versucht umzuwerfen. Dann nehmen wir das Ding hier und schmeißen ihn in die Lava. Ihr könntet beide der Gigantes so töten. Das ist eine Möglichkeit. Aber, so wie es gerade aussieht, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ihr müsst warten. In der mittleren Plattform seid ihr im Moment nicht sicher. Denn der Gigante... Aua! Oh, ich... lebe noch. Ha! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das mochte der gar nicht. Ihr seht hier in der Mitte die rauchende Plattform. Es dauert ein bisschen, bis die wieder zugeht. Ihr wollt da nicht hingehen. Ah, jetzt ist es zu, jetzt ist es vorbei. Oh. Ich dachte, ich hab's noch hingekriegt. Headshot. Oh, nö, 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 nein, 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 nein. Böser Riese, hast du mir wehgetan? Dann tue ich nämlich dir weh. Hä? Ich dachte eigentlich... Hä? Ich denke, der hat eine bessere Reichweite. Ich dachte eigentlich, ich bin sicher. Aber okay. Blöder Riese hier. Headshot. So. Erstmal die Magnum auspacken gleich. Denn die Schlange mag gar nicht, wenn man mit der Magnum drauf schießt. Ich kann ihm sogar noch ein paar mit der Magnum verpassen. Nö, nö. Sollen wir noch ein paar Magnum-Schüsse benutzen? Ja, einer geht noch. Hab doch gedrückt, das war nicht fair. Ha. Ich war mal besser. Muss ich einfach mal so ungelogen zugeben. Das hat ihn nicht aufgehalten. Wir können ihn nämlich auch mit der Shotgun wirklich beeindrucken, normalerweise. Aber das hat jetzt irgendwie nicht gewollt. Du sollst angreifen, nicht nur blöd rumstehen, Kollege. Headshot. So. Mach mal einen mit der Magnum drauf, dann gehen wir messern. Jetzt wird gemessert, bis der Arzt kommt. Ist er tot? Das könnte nämlich auch genug sein. Ja, das war's. Ne, er lebt noch. Nö. Haha, ausgenockt. Ausgenockt. Das gibt 15.000. Wenn ihr den anderen auch killt, gibt ihr auch nochmal 15.000. Also wenn ihr ihn nicht hier in die Lava reinschmeißt. Aber ihr habt ja gesehen, ich hatte mit mal einen schon so meine kleinen Problemchen. Warum soll ich mich denn da direkt mit zwei anlegen? Das lasse ich jetzt erstmal alles so, wie es ist. Ich denke nämlich, dass ich die Shotgun durch Auftunen wieder voll machen kann. Oh, fuck. Ich überlege gerade. Ihr hört ja schon die Käfer fliegen. Wichtig ist hier an der Stelle, genauso wie... Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber wenn ihr die Käfer in der Luft abknallt, sind die instant tot. Oh! Mit dir hätte ich nicht gerannt, Kollege. Jetzt ist meine Shotty natürlich. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Dich hole ich mir mit der normalen Handgun. Das ist gerade voll die Munitionsverschwendung, hier mit der Magnum drauf zu halten, aber die ist sowieso gleich leer. Und lieber so als
dann Munition zu verschwenden, ne? Vor allem, weil ich jetzt einfach die Shotgun versuche nicht mehr nochmal aufzuladen. Wobei das vielleicht besser wäre, die Shotgun durchzuladen. Da oben haben wir einen. Ich denke, der kommt auf uns zugelaufen. Da kommt der. Ich kriege ich aber mit der Sniper. Der nächste. Wenn ich die schön von hier wegsnipern kann. Einer kommt sicher noch. Ich meine, man hört sie, ja. Sind die unter mir vielleicht? Ich will die Munition hier. Hinter mir. Direkt hinter mir. Auch in der Luft. Ihr seht, während sie in der Luft sind, sterben sie mit einem Schuss. Das will ich natürlich zu meinem Vorteil nutzen. Ich sehe auch schon, da ist noch einer. Noch mehr Schrotmuni. Da hinten wuseln noch ein paar rum. Ihr seht, die fliegen hier so wahllos rum, damit man sie nicht so einfach runterschießen kann. Mir ist es das jetzt aber wert. Ja, wobei, ich treffe sie nicht. Die sind viel zu flink unterwegs. Vielleicht kriege ich den unteren. Ah, ja, wobei, da kommt was näher. Da ist er. So. Hab dich. Kommen die anderen näher? Nee, die fliegen da drüben nur rum. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ob ich mich trauen soll. Da so ein bisschen. Ich könnte einfach hingehen. Das wäre eine Idee, ne? Denn jetzt haben sie mich bemerkt. Ihr seht, die wollen schon herkommen. Und damit haben wir alle drei erledigt. Irgendeiner ist noch. Ich höre noch einen. Ich denke, der ist hinter mir. Da kommt er auch schon. Hallo. Komm bitte über Land. Ich will dich. Ja gut, jetzt ist es runtergefallen. Ich hätte ihn gerne gelootet, aber der ist jetzt weg. Haben wir unseren Loot verloren. Aber gut, das ist mir wert. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Boah, Schotti hätte ich jetzt. Scheiß drauf, wir machen nochmal voll. Immer noch Überschuss an Schotti-Muni. Und ich habe Kräuter bis zum Abwinken. Ah, da fliegen noch mehr. Ich glaube, der hat das überlebt, weil er nicht auf dem Boden gelandet ist. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich habe die Viecher jetzt doch schon eine Handvoll mal ab instant gewone-shottet. Da ist er wieder. Hey, komm her. Okay. Der geht zurück, wo er zu Hause war. Ah, da unten liegt was. Hab ich das übersehen oder ist der doch hier unten gelandet? Ich denke mal, dass der. Du hast ein blaues Auge, ja, der ist hier unten gelandet. Sehr cool. Was haben wir denn hier Schönes? Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg bescheinen. Okay, super. Das ist nämlich unsere Aufgabe, hier Licht ins Dunkel zu bringen. So, was haben wir denn? Zeit haben wir noch ein bisschen. Oh, oh, hey, Digga. Hier ist es natürlich gut, dass ich die Shot noch nachgeladen habe. Denn ihr seht schon, und damit können wir hier die gut erledigen. Und wow, die haben gute Munition gegeben. Gut, ich würde mal sagen, hier sind zwei dieser Höhleneingänge. Das ist der erste. Und hier drin finden wir erstmal noch ein Kraut. Das ist schön. Und ansonsten diesen schönen Knopf hier.
Wir betätigen den. Damit schalten wir eins der Lichter ein und damit haben wir noch mehr von diesen Käferviechern aufgeweckt. Die kommen jetzt zu uns. Und ihr wisst ja, wie beim letzten Mal schon, wenn der hier nicht seine Alkoholikerhaltung behält. Ihr seht ja, da oben fliegt einer. Wenn wir den in der Luft anschießen, instant tot. Der hier ist gelandet. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Hallo. Wie wär's mit... Nein. Oh, im Sprung sind sie auch instant tot. Das ist schön. Und ihr seht, wir haben sie jetzt alles schön erledigt. Müssen wir noch unseren Loot einsammeln, bevor der verschwindet. Das wäre nämlich nicht so cool. Und ihr seht, ohne größere Probleme aufgehalten und Loot eingesackt. Hat ein paar Shotgun-Schüsse gekostet, aber da reden wir nicht drüber. Dann sehen wir uns jetzt mal nochmal ein bisschen um. Soweit ich weiß, hier sind die Lichter, genau. Die Tür hier geht auf, wenn wir beide Lichter angemacht haben. Und nice, schön. Das benutzen wir jetzt erstmal nicht, denn dann verkauft uns der Händler Erste-Hilfe-Sprays. Solange wir keine volle Heilung haben. Und da kommen noch mehr. Hey, Jungs. Okay, die sind alle tot. Mehr Pistol-Money. Grünes Auge, grünes Auge, grünes Auge und Sniper-Money. 4 Schuss habe ich noch. Das ist gut. Denn es kommen sicher noch mehr. Und noch ein grünes Kraut. Boah, Kräuter bis zum geht nicht mehr. Wir drücken auch hier den Schalter. Das aktiviert das zweite Licht. Und damit müsste jetzt auch die Tür aufgehen. Ja, oder wir brennen gleich hier lasermäßig ein Loch rein. Wieso nicht? Das ist doch mal eine Idee. Und da kommen sie auch schon. Unsere Freunde, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe nur noch 4 Schuss in der Schrot. Au. Was machen wir? Erstmal den hier. Damit haben wir ein paar Schossen. Lebt noch was? Ja. Und zwar du hier. Hör auf, so rumzuzappeln. Sonst kriege ich dich nie. Oh, fuck. Okay, das war nicht gedacht, aber hat gefunktioniert. Oh Gott, noch mehr von den Viechern. Wisst ihr was? Ich ergreife die. Moment. Das könnte die Chance für mich sein. Okay, nee. Boah, ich wünschte, ich hätte jetzt eine Shot-Money, ne? Oh, nee. Ich werde hier so überrannt. Jetzt muss ich doch ein Kraut benutzen. Zumindest eine Handvoll davon müssten jetzt tot sein. Fliegen die oder sind die am Boden? Am Fliegen werden sie mir nämlich jetzt gerade... Okay, da ist noch einer. Money. Auge, Zahn um Zahn. Okay, wunderbar. Dann haben wir geschafft. Ich hätte doch die Shotty lieber nochmal durchgeladen. Ich hatte jetzt echt vor, hier einfach zu flüchten. Ist vielleicht besser, dass ich es nicht getan habe. Deswegen hier. Oh, da wollen wir natürlich nicht zermatscht werden. Aber hier ist... Nee, das ist kein Schalter. Hier gibt es nämlich einen Schalter irgendwo. Ich erinnere mich daran. Ich muss ein bisschen aufpassen, ihr seht schon. Das ist nämlich sauknapp hier. Hier ist der Schalter. Hier sind nämlich 2 direkt hintereinander. 3 sogar. Wir haben jetzt aber allerdings einen davon ausgeschaltet. Den mittleren. Weil wir hier durchkommen. Wunderbar. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich denke mal, mit dem richtigen Timing kann man hier wahrscheinlich auch komplett durchrennen. Hier ist auch nochmal einer, ne? Haben wir den auch ausgeschaltet?
Das sieht zumindest danach aus. Und damit haben wir es geschafft. Wir sind hier durch. Ihr seht schon. Hier haben wir erstmal eine königliche Insignie. Die können wir benutzen, um. Ist hier was? Nö. Kann man benutzen, um sie mit dem. Mit der Krone zu kombinieren. Und jetzt seht ihr, komplette Krone mit allen Juwelen und Insignien. Und wow, wow. Five. Ja, wir sind am Ende des Parts angekommen. Ich benutze jetzt hier die Dinge, weil ich weiß, dass auf der anderen Seite ein Händler auf mich wartet. Oh, sogar ein Kapitelende, noch besser. Gut, wir sind durchgekommen. Ich habe mich nicht zu grässlich angestellt, aber auch nicht wirklich toll. Aber gut, wir haben auf jeden Fall wieder ein Kapitel geschafft und wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.